Tom, was dreht ihr hier eigentlich für einen Film? Wir machen eine Familientragödie, wenn man das so bezeichnen kann. Es ist eine vierköpfige Familie, die sich dann in eine tragische Verstrickung hineingibt. Mehr oder weniger unfreiwillig. Messer, Sand, Wurf noch? Brauchst du Messer hier? Dankeschön. Aus welcher Perspektive soll man die Pfanne machen? Soll man die von da herum machen? Ich finde das gut zu hören. Kamera läuft und Action. Also die Mittel und alles wurden uns eigentlich relativ großzügig von in eigener Regie dem Projekt zur Verfügung gestellt. Da haben wir also nämlich die Förderung gewonnen. Geht schon, oder? Ja. Kann man noch ein bisschen das Licht weg. Das ist besser zum Fühlen. Ja. An unserer Schule werden wir durch den Oberstudienrat Professor Dr. Magister Gerhaher sehr gefördert. Der stellt uns auch die Mittel zur Verfügung von der Schule. Und also das Rottmeier Gymnasium unterstützt uns da auch sehr. Kamera läuft und Action. Also ich finde, die Kinder, die könnten langsam mal aufstehen. Telefon! Kreuzer? Die Tatsache, dass also das Textbuch also so überbordend breit geworden ist und ich also leider nicht vom Blatt ablesen kann, wie also üblicherweise in meinen Reden als Bürgermeister oder als Schulleiter oder ähnliches, da schmeiße ich natürlich manche Szene 10-mal, bevor es dann endgültig im Kasten ist. Und das nervt ganz einfach. Zudem natürlich das Textbuch sehr kurzfristig an mich herangetragen wurde und ich also wenig Zeit hatte, entsprechend mich vorzubereiten. Telefon! Kreuzer? Ja. Josephine, guten Morgen. Er hat was? Was hat er getan? Was meinst du, Josephine? Albert? Albert, es ist ernst. Unser Sohn hat jemanden krankenhausreif geschlagen. Und Schnitt. Dankeschön. Ganz überraschend bin ich zu dieser Rolle gekommen. Wirklich sehr überraschend, aber nett. Freut mich sehr, mal dabei zu sein. Bei dem Mann natürlich an meiner Seite, der auch bis vor kurzem noch nichts wusste. Nee, passt schon. Ganz lustig. Nette Geschichte. Das ist alles in allem ein sehr harmonisches Umfeld, in dem wir unser Filmprojekt da durchziehen können. Also, ja.